Ich höre den Lukas schon. Kann ich sogar. Ey, was du hier alles machen kannst. Aber ich krieg dafür anscheinend nichts. Na, 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 was macht ihr denn hier, hä? Ist gut, ich verpetze euch nicht. Ich wusste nicht mal, wo eure Eltern sind, also von daher. Gebe dem Bahn, ja? Ist das hier? Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Die Skylines von Columbia. Gerät dafür. Bevor Fink die Skyhooks rausbrachte, hat sich mehr als einer bei einer Fahrt den Hals gebrochen. Die Vox Populi geht um! Wer gebietet ihr Einhalt? Hey, Sie, geschickt mit dem Gewehr, möchten Sie Columbia einen Dienst erweisen? Zeigen Sie Ihr großartiges Können! Jagen Sie Daisy Fitzroy ja. Und die üblen Schurken der Vox. Okay, nochmal, Schießbude. Nächste Runde. Jetzt anscheinend mit einem normalen Gewehr. Also mehr so Jägermäßig. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Ah, ja, 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 das ist. Das ist. Den Boxen an die Knie vor Angst. Sie haben fast geschafft. Oh Gott, okay. Ich. Nee, ich komm mit denen. Oh mein Gott, das ist. Okay, das ist doch ein bisschen. Zu schnell. Ich hätte das jetzt nicht gedacht, aber ich komme mit den Sticks hier, komme ich auf der Geschwindigkeit. Ist nicht so klar. Wo habe ich denn das jetzt? Wo hatte ich denn das vorher? Kann ich das jetzt wieder langsam verstehen? Ich suche mal. Hier. Okay, lass es mal so kurz. So ein Stück runter. Meine Sticks hier, die sind. Wie soll ich sagen, das ist jetzt so ein bisschen abgehackt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Oder ob ihr versteht, was ich meine. Aber ich komme damit beim Ding-Controller nicht so gut klar. Ich benutze den auch sehr, sehr selten. Aber gut. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich hoffe, sie ist jetzt besser. Nee, nicht wirklich. Oh, what? Wie? Ja, so geht das besser. Guck mal, jetzt machen wir ein Call of Duty auf den mega LMG Nika. Okay, wir lassen das mal. Musik. Was ist das hier? Er ist der unglaubliche Handyman. Nur in unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Kommen Sie und sehen Sie den unglaublichen Handyman. Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Oh, was ist das hier? Er wird zu Salzautomat. Traurig, wenn man so stark ist, wie soll dann traurig sein? Holen Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Jede Maschine wird Ihnen zu Willen sein. Mein Freund, hat ein Automat schon mal Ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Mit einem Flüstern hören dir alle zu.
das so gut war, das jetzt zu trinken. Press to turn machines into allies. Drücke L1, während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Verdammt, was war das? Ticket kaufen? Für was ein Ticket kaufen? Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Ah, okay, verstehe. Also dafür brauche ich dann die Beherrschung, ja? Dass er mich reinlässt. Aber vorher möchte ich mich hier erst noch ein bisschen... Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Hast da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Erst möchte ich mich hier noch umgucken. Ich glaube, da oben war ich nicht. Voxaphone! Voxaphone! Hören Sie heute, was Sie sagen, Sie etwas, Freund! Was ist ein Voxaphon? Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Hotdogs! Hotdogs! Alexander Hotdogs! Die Wunde an Fortschritten, die wissen schon mal benutzt? Okay, ich glaube, dann haben wir hier alles abgegrast, haben uns komplett umgesehen. Wirklich genial, wie viel du hier sehen kannst. Was man sich angucken kann, was man alles machen kann. Das ist richtig krass. So, Buddy. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Oh. Ja, viel Glück, ne? Okay, also wir brauchen Salze für diese Beherrschung. Jetzt weiß ich auch, für was dieses Salz gut ist. Wieso gibt es da einen Salzautomaten? Wieso kann der Salz zu sich nehmen? Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary! Du bist wieder mal unmöglich. Ladies. Mein Vorbild? Nun, Lady, kommst doch natürlich. Hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Okay, das ist wirklich crazy. Madame Lutez, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Was zum... Du sollst den falschen Hirten in deinem Zeichen. Ich bin's nicht. Das Muttermal.
Nummer 12 offiziell begonnen! Hey, Mister! Mister! Sorry, ich kauf nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Sollte ich die Zahl Bring nicht mir die ziehen? Trommel! Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77. Ja, die Untertitel von Peter. Was sagt man dazu? Das hat jetzt diesen Trommel-Effekt nicht gehabt. Holen Sie sich Ihren Preis. Okay, was kriegen wir? Der erste Wurf. Bitte, bitte, nein! Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Was? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Oh, da haben wir einen ganz schüchternen. Den müssen wir auf die Sprünge helfen. Dreckskerl. Moment. Da ist er! Wo hast du das Brandzahnschwert? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. What the, what the? Lecker! Oh. Wenn du einen Totenkopf auf den Gegner siehst, kannst du Dreieck gedrückt halten, um ihn zu erledigen. Au. Was ist das jetzt noch? Na, 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 na. Komm her, du mieses Wotschwein! Du kannst kaum erwarten, wie ein von euch Porten wächst. Komm her, komm her! Du schießt auf mich! Oh, ups, das wollte ich nicht. Oh mein Gott, du kannst hier nicht zielen, du musst so schießen. Okay, das ist ein Problem. Das ist definitiv ein Problem. Aber das, die Waffe, die wir gerade hatten, die war echt nice. War zwar splattermäßig ein bisschen, aber das hat Fun gemacht. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht wie ein total psychisches Spiel. Ich hoffe sehr. So, Freunde, bevor ich hier weitergehe, da ich nämlich jetzt schon 55 Minuten aufnehme, die Zeit vergeht so schnell in dem Spiel, das ist unglaublich. Ich hoffe, das geht so weiter. Bis jetzt finde ich das Spiel wirklich total durchgeknallt. Total verrückt. Total. Eigentlich schon gesagt, dass das Spiel irgendwie total durchgeknallt ist. Aber es ist. Bis jetzt macht das richtig Fun. Und ich bin gerade mal am Anfang. Also ich freue mich wirklich auf mehr. Ich freue mich auf mehr. Aber bevor wir weitermachen, mache ich hier erstmal einen Cut und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.